Hallo Leute, willkommen zurück. Ich habe jetzt gerade meinen Rechner gestartet, neu gestartet und ich habe in den Optionen sämtliche Sachen auf das Niedrigste gestellt, was es so gibt. Ich habe nur das hier noch angelassen. In der Hoffnung, dass das Still recharging. in irgendeiner Weise diesen nestigen Frame-Einbrüchen entgegenwirkt. Und man sieht, nein, es ist nicht der Fall. Ich habe immer noch. Das kann doch nicht wahr sein. Woran zum Henker liegt denn das? Also. Das kann doch nicht angehen, dass ich hier eine Grafikqualität habe, die ungefähr Pong entspricht. Von den Einstellungen her. Und ständig diese Ruckler da drin habe. Guckt euch das mal an, das geht doch nicht. So kann man doch nicht spielen. Naja, aber mir bleibt ja nichts anderes übrig. Ich bin kurz vor dem Butcher, den nehme ich mir jetzt noch vor. Und lade dann diese Folge hier hoch. Sollte ich das überleben und nicht durch irgendwelche Ruckler draufgehen, auch dann lade ich diese Folge hoch. Klar, aber ich hoffe natürlich, dass ihr mir dann sagen könnt: Arcane Enchanted, Fast Electrified, okay. Also mit diesem Geruckel sind alle Champion-Gruppen, egal was die können, tödlich. Potenziell. Es muss nur mal irgendwie ein paar Sekunden hängen und dann war es das. Aber okay, das Risiko nehme ich jetzt in Kauf. Ganz bewusst. Um wenigstens diese Folge hier noch für euch fertig zu kriegen. Wie gesagt, in der Hoffnung, dass ihr noch ein paar gute Tipps habt, woran das denn liegen könnte. Also ihr seht, mit den Grafikeinstellungen kann ich nichts mehr machen. Und es hat auch nicht im geringsten irgendeine Art von Verbesserung gebracht. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, mal zur Info, wie das überhaupt läuft. Ich spiele auf derselben Festplatte, auf der auch Windows läuft, und ich nehme auf derselben Festplatte auf, auf der ich spiele und auf der Windows läuft. Prinzipiell nicht die beste Idee, aber momentan ist es einfach, ist eine extra Festplatte einfach nicht drin. Ist aber als nächste Anschaffung auf jeden Fall geplant. Aber solange muss ich in dieser Konfiguration zurechtkommen. Und bisher hat das ja auch eigentlich ganz wunderbar funktioniert. Ich muss auch sagen, je
jetzt läuft es auch gerade wieder schön flüssig. Ich weiß echt nicht, was da manchmal das Problem von Diablo 3 oder meinem Rechner oder meiner Festplatte oder von wem auch immer ist. So, das war Nummer 5 von 6. Eben hier schauen. Hier ist dann keiner mehr. Dann sind die letzten Knochen irgendwo auf der anderen Seite. Oh, ein Schatzgoblin. Hallo. Ja, in die Richtung kannst du rennen. Da habe ich schon alles aufgeräumt. So gut wie. So, dann weiter auf der Suche nach dem letzten Knochenhaufen. Hier sind sie auch schon. Thank you, Champion. My servants are now free, but the curse over this place remains. Seek the warden of the dungeon. Mal schauen, vielleicht gibt es noch einen Champion. Jawohl, da ist eine Rare-Gruppe. Was kannst du? Erstmal von den Fast Waller. Desecrator. Funktioniert alles soweit noch ganz prima hier mit den Champions. Ich bin da noch relativ entspannt. Komme ich hier schon zum Warden? Ja. So, dann den Warden killen. Der konnte irgendwie noch nie was auf keinem Schwierigkeitsgrad. Die Köpfungsszene schauen wir uns nicht nochmal an. So, Hallen der Qual, Ebene 3.
den Champion mit Fire Chains Jailer Waller. Okay. Da habe ich doch gleich vergessen, aus den Keulen hier rauszugehen. Eben aufräumen. Zack. Keep away from the fires. They burn with demonic fervor. Ach, da oben ist eine Sackgasse, schade. Auf Inferno haben die Champions und Rares und so noch eine Fähigkeit mehr, richtig? Dann haben die nicht drei, sondern vier. Wow, das wird dann echt mies, glaube ich. Schau mal einer an. Chamber of Suffering. Da haben wir doch den Butcher schon. Ja, Mensch, da bin ich noch gut durchgekommen hier. Nach 12 Minuten schon. Hm? Na gut, ja, dann auf geht's. Ab zum Butcher. Davon ja nicht zwingend mutwillig treffen lassen von seinen Sachen. So, jetzt kriegst du hier noch mein Erdbeben ab. Schluss mit lustig. Ha. Do you ever write your own spells? Why yes, don't you? No, I don't even like magic. I just put up with yours. Ja, der Butcher ist auch in Hell jetzt nicht so viel stärker. Ich habe eher das Gefühl, dass er verhältnismäßig von Akt zu Akt immer schwächer wird. Von Schwierigkeit zu Schwierigkeit. Time grows short.
Okay, das war Akt 1. Wir machen direkt mal ein bisschen in Akt 2 weiter. Ich habe immer das Gefühl, eben gerade, ihr habt es gemerkt, ich kam rein in den Akt und es hat erstmal schön geruckelt. Also immer wenn er irgendwie was laden muss oder so, habe ich das Gefühl, dann ist die Performance sowas von im Eimer. Für die ganzen Mönche und Dämonenjäger, da gibt es bestimmt ein paar von. Ja, wie ihr seht, habe ich übrigens meine Truhe mal, zumindest im ersten Tab, komplett ausgerüstet. Aber, und übrigens schon wieder hier, ne? Neue Gegend. Ruckel. Das gibt's doch nicht. Be careful. Alcarnis sounds like Magda's trap. This gate leads to Alcarnis. You'll need to follow the long road over the canyon bridge and through the Cassium outpost. We haven't heard anything from the Iron Wolves in the desert. Hallo, Irina. Take heed, traveler. There are illusions out there. Mirages to some. But I can see them for what they are. The Coven's foul magic. They will lead you to your death. The cultists couldn't kill me before, and they won't now. But I thank you for the warning. She seems very familiar. They're back. They're in the rocks. Not ready yet. Is here. The way is blocked. You should never have done heeds or face thunder bones. Das Gerucke gefällt mir echt nicht. Aber okay, damit muss ich jetzt leben. In Hardcore. How did you know? Well, I am also looking for someone. But here, let me clear the way. You must be one of my sisters. How wonderful it is. Captain, from behind! Protect the people! Iron Wolves! If not, please. Let us head north to the Howling Plateau. The cultist magic seems to be emanating from there. Okay, einer ist ja immer irgendwo hier links. Another illusion here. Cultists try to hide their footsteps. Their spells are weak and easily countered. If we follow these prints, we can find their lairs and halt the rituals. I will seek out any other traces of their magic.
Oh, hallo, Morten. Avenger Fast, okay. Aua. Okay. Need more time. So geht Morten. Fußspuren hin. Hier. Look, more hidden footprints. This is one of the cultist lairs. They are casting parts. So, Lair Nummer 1. Ritual is disrupted. Kill the prisoners. There should be another ritual at the cellar. Look, more hidden footprints. Ja, ich glaube, das zweite Lehr schaffen wir noch in dieser Folge und dann ist für heute erstmal Feierabend. Mit aufnehmen. Ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn ihr die Folge seht. Je nachdem, wie ich die hochgeladen kriege. Könnten an dem Tag auch mehr kommen. Desecrator Vortex Vampiric. Aha. Ja, immer schön aus dem Zeug raushalten und dann sollten die auch irgendwann tot sein. So. Das kenne ich doch schon hier, diesen diese Irreführung. Und hier ist das zweite Versteck. Still recharging.
dispel the Coven's magic. Let us go to the bridge. I'd lost all. Thank you, hero. Tell me, what shall you do when Magda is dead? Okay. Zur Brücke gehe ich jetzt auch noch. Das ist nämlich, glaube ich, der nächste Checkpoint, meine ich. I will crush their forces and cleave their skulls asunder. How curious. You must be the one I was meant to find here. So, da vorne ist dann die Brücke. Und hoffentlich ein Checkpoint. Jawohl. Checkpoint und damit das Ende dieser Folge erreicht. Wie immer, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.